Ich möchte einfach nur mal kurz testen, wie ist die Kamera im spontanen Einsatz, wenn ich damit mal eben fix ein Video machen möchte. Wie ist der Autofokus? Und wie macht sich die Kamera? Also es wird ja ganz häufig kritisiert, wenn man sich zu den Videoeigenschaften der Z50 informiert, wird ja ganz häufig kritisiert, dass diese Kamera fürs Vlogging quasi nicht zu gebrauchen sei, weil man sieht ja sich nicht auf dem Display. Jetzt habe ich hier ein kleines Stativ unter der Kamera und ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, das Klappdisplay nach unten auszuklappen. Ich persönlich brauche diese Funktion gar nicht. Ich kann das nicht so richtig nachvollziehen. Weil wenn ich ein Video mache, mich selber filme, ein Vlog sozusagen, dann möchte ich ja in die Kamera gucken und nicht irgendwie auf ein Display daneben. Und ich weiß ungefähr, was ich mit dem Objektiv mache, was passiert, wenn ich es so halte oder so. Deswegen, mich persönlich stört das jetzt nicht. Ich kann das nicht so nachvollziehen. Vielleicht sieht der ein oder andere das anders. Ist ja vielleicht auch ein spannender Punkt zur Diskussion. Warum muss ich mich bei Vlogs oder bei YouTube-Videos selber sehen? Besteht da irgendein Grund für, eine Notwendigkeit für mich nicht? Ich finde das sogar, es lenkt eher ab. Ich kann so in die Kamera gucken, in die Linse und mich mehr auf das konzentrieren, was ich sage. So, das war ein ganz kurzer Test von unterwegs zu den Videoeigenschaften der Z50. Gefilmt bei Full HD mit 25 Frames einer 50. Sekunde und einer ISO von 800 bei 16 mm an dem Crop-Sensor der Z50. Mit dem Kit-Objektiv, mit eingebautem VR. Das Kit-Objektiv ist jetzt nicht mega lichtstark. Jetzt wird mein Arm doch ein bisschen schwer, nach einigen Minuten. Aber das Kit-Objektiv ist ultra leicht. So, und das macht die Kamera zu einer portablen, interessanten Geschichte. Ich bin gespannt. Bis dann. Ciao.